Als kleines Kind war ich schon immer total fasziniert von Pferden. Unsere Nachbarin hatte ein Pferd und da bin ich mit Mama immer ganz oft mitgefahren und durfte dann auch mal einen Schritt, eine Runde reiten und wollte als kleines Kind halt direkt Reitunterricht haben. Und ja, für uns war das damals wahnsinnig teuer und da Mama mit mir alleine war, war es für sie auch relativ schwierig, mir das zu ermöglichen. Aber sie hat da wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass ich dann ja mit 8 Reitstunden bekommen habe und sogar mit 10 dann das erste eigene Pferd mit der Option, dass Mama ein bisschen mitreitet. Und ja, irgendwie war bei mir dann ganz klar, dass dieses nur in den Wald reiten und spazieren reiten gar nicht das war, was ich wollte, sondern ich wollte unbedingt zum Turnier. Und ja, habe dann irgendwie ganz normal mit Reiterprüfung, E-Dressur, A-Dressur, L-Dressur irgendwann angefangen. Und dann war so der Punkt erreicht, an dem es mit dem ersten Pferd auch nicht mehr weiterging. Und dann kam das zweite Pferd irgendwie dazu. Und dann hatten wir das wirklich, ich war damals 14, einen 2,5-jährigen gekauften Jungen, den ich ganz verrückt mir selber fertig gemacht habe, selber ausgebildet und angeritten habe und wirklich dann mit 16 meine erste Reitpferde geritten habe und die sogar gewonnen habe und gar nicht wusste, was ich da getan habe, gegen total viele Profis und gekürte Hengste. Und ja, irgendwann war dann ganz schnell der Traum für mich klar, dass ich Berufsreiter werden möchte. Und habe dann mit 18 eine Lehre angefangen als Bereiter, war 4 Jahre in einem kleinen Dressurstall an der niederländischen Grenze tätig. Bin danach, war ich ungefähr ein Dreivierteljahr beim Rheinischen Pferdestammbuch, habe dann aber eine ganze Weile aussetzen müssen, weil ich einen ganz schweren Reitunfall hatte. Sprich, dass ich wirklich ja, das Sprunggelenk zertrümmert, Außenknöchel zertrümmert und so etwas. Und bin dann damals durch einen ganz, ganz lieben Trainer, den ich hatte, wieder ans Reiten gekommen, wo ich dann von ihm mehrere gut ausgebildete Dressurpferde mitreiten durfte und mit meinem eigenen Pferd Unterricht bekommen habe und ja, so dann auch wieder ein bisschen den Weg in den Sattel zurückgefunden habe. Und dann hatte ich 2017 eine Stelle als Bereiter angefangen in Niedersachsen und bin jetzt seit Mai 2019 selbstständig und habe eigentlich in dieser Zeit hier in Niedersachsen so ein bisschen meine Liebe zu den jungen Pferden entdeckt. Vorher war, glaube ich, so mein Traum, wie bei jedem anderen auch, dass man unbedingt S-Dressur oder Grand Prix reiten möchte. Und in diesem Stall, wo ich hier in Niedersachsen 2 Jahre gearbeitet habe, hatten wir fast nur junge Pferde. Und da habe ich eigentlich gemerkt, dass mir das noch viel, viel mehr Spaß macht. Ja, und seitdem habe ich jetzt hier bei mir eigentlich auch wirklich nur 3- und 4-Jährige. Ich habe ein einziges Pferd, was 6-jährig ist. Das ist mein ältestes Pferd hier. Und ja, sonst habe ich hier so einen kleinen Kindergarten. Das hier, das ist ein 3-jähriger Wallach von De Koning aus einer Sammerrandmutter. Das ist ein Kundenpferd, der ist seit Mitte Dezember erst bei mir. Das Pferd war anlongiert, weil er für die Auktion in Westfalen vorbereitet wurde. Und dann hatte meine Kundin den aber gekauft im Dezember. Und dann haben wir ihn jetzt seit Januar im Beritt. Sprich, er ist auch wirklich erst 4 Wochen unterm Sattel, also noch ganz grün. Ist aber, ich sag immer, mein Streber, weil er wirklich nach diesen 4 Wochen schon fast zu reiten ist wie ein normales Reitpferd. Also man longiert ein paar Runden ab, kann hier aufsteigen und eigentlich direkt losreiten, wie mit einem, der schon ein paar Monate unterm Sattel ist. Und brav, Kleiner. Also dieser hier ist jetzt seit 4 Wochen unterm Sattel. Das heißt, wir longieren ihn immer noch ab, dass er so ein bisschen sich was austoben kann, den ersten Druck verliert und auch noch mal buckeln darf, wenn er das möchte. Und wenn er sich dann so 10 Minuten, Viertelstunde aufgewärmt hat, dann reiten wir ihn noch kurz. Halt ab.
Ah, kleiner. Mach ihn ruhig los. Leise. Ja. Kleiner. Also dieses Pferd ist dreijährig. Der ist erst seit Anfang Januar unterm Sattel. Das heißt erst wenige Wochen. Und bei ihm schaue ich eigentlich nur, dass wir Schritt, Trab, Galopp außen rum reiten können, dass er an meinem Bein reagiert, versuche immer wieder ihn anzubieten, dass er die Nase vortun kann, dass er lernt, ans Gebiss heranzutreten, was ihm noch sehr schwer fällt, weil er so ein bisschen noch damit zu kämpfen hat, sich auszubalancieren und noch nicht ganz genau weiß, was man von ihm möchte und ja, einfach lernen muss, den Weg jetzt nach vorne zu finden und ans Gebiss heranzutreten. Auch gerade bei so einem jungen Pferd, auch wenn ihnen mal noch ein Fehler passiert, dass sie umspringen, wo sie das einfach noch nicht halten können, fange ich nicht an, das groß zu korrigieren, sondern nimm es einfach hin, merk mir das, sag gut, morgen müssen wir da vielleicht nochmal nachhaken und möchte gar nicht das bis aufs Letzte ausdiskutieren. Dann bei ihm ist mir einfach eher wichtig, dass er reagiert, dass er vors Bein geht, dass er vorwärts geht, dass er sich lenken lässt. Und nicht, ob er im Handgalopp oder Außengalopp galoppiert. Gerade das ist mir bei den jungen Pferden auch immer sehr wichtig, dass sie einfach lernen, dass sie ruhig stehen bleiben können, dass man da gefahrlos absteigen kann. Dass nicht in dem Moment, wenn man das Bein hinten rüber nimmt, sie dann doch wieder losspurten. Quentin ist eins unserer wenigen Pferde, die ich ohne Ablongieren reite, da er schon relativ lange geritten ist und er eh sehr, sehr brav ist von seinem Gemüt und das ja wirklich nicht mehr nötig ist. Montags darf er immer nach dem Wochenende doch noch ein bisschen an die Longe und sich einmal austoben. Das macht er dann auch ausgiebig, aber so unter der Woche, wenn wir ganz normal gearbeitet haben, dann muss das eigentlich nicht. Magst du ihn aber mitnehmen? Danke. Ist brav, Kleiner. Also unsere Pferde gehen ja alle vorm Reiten immer in die Führmaschine. Das heißt, deswegen haben wir gar nicht so eine lange Phase, wo wir Schritt reiten müssen, da sie wirklich immer 20 Minuten, eine halbe Stunde vorher schon aufgewärmt sind, sodass ich relativ schnell immer das Arbeiten anfangen kann. Ist brav. Ja. Bei Quentin versuche ich immer ganz viel darauf zu arbeiten oder darauf zu achten, dass ich wirklich auf beiden Zügeln gleichmäßig Druck kriege. Er ist von sich aus auf der linken Hand ein bisschen mehr schief als auf der rechten, was man auch sieht. Er verwirft sich gerade noch leicht im Genick. Ich habe mehr Druck auf dem rechten als auf dem linken Zügel und versuche deswegen auch viel auf dem zweiten Hufschlag zu arbeiten, dass ich wirklich gleichmäßig Druck auf beiden Zügeln bekomme, dass ich anfangen kann, ihn gerade zu richten.
was rechtsrum schon deutlich besser klappt als linksrum. Also ich fange mal relativ früh schon an, mit den jungen Pferden Trab-Galopp-Übergänge zu üben. Einfach, weil es eine schöne Lektion ist, um zu überprüfen, reagiert mein Pferd, ist mein Pferd durchlässig, kann ich in jedem Moment auf dem Zirkel angaloppieren, kann ich auch in jedem Moment wieder durchparieren, habe ich auch auf dem Zirkel die Möglichkeit, dass mein Pferd wirklich ans Gebiss dran tritt, dass er gleichmäßig an beide Zügel dran tritt. Kann einfach ganz, ganz viel an der Durchlässigkeit arbeiten. Und was mir immer wichtig ist, dass ein Übergang wirklich nach vorne geschmeidig, ohne Stocken, ohne Rausheben, was natürlich bei so einem vierjährigen Pferd noch nicht perfekt funktioniert, wo wir aber jeden Tag uns ranarbeiten und versuchen, das ein bisschen besser zu machen. Auch immer wieder in meine Arbeit mit einbaue, ist dieses Zügel aus der Hand kauen lassen, dass die Pferde einfach immer wieder die Möglichkeit haben, sich zu strecken, die Nase vorzugehen und auch immer wieder lernen, dass sie wirklich ans Gebiss herantreten sollen. Gut. Das hier ist eine vierjährige Stute von London Time aus einer Alabaster-Weltmeiermutter. Die Stute habe ich im Sommer beim Züchter gekauft, bin eigentlich für ein anderes Pferd losgefahren und das andere Pferd hatte mir aber gar nicht gefallen, sah sie dann da in der Box stehen und hatte direkt gefragt, ob ich das Pferd auch einmal anschauen darf. Und sie, nein, die wäre nicht zu verkaufen, die wollen sie als Zuchtstute behalten. Es wäre das einzigste Stutfohlen aus ihrer Zuchtstute und diese wollen sie behalten. Dann hatte ich aber so lange genervt und rumgejammert, dass ich sie dann doch sehen durfte. Und sie hat mir direkt wahnsinnig gut gefallen. Und dann hatte ich nach einigen Wochen Verhandeln mit den Züchtern dann mich doch einigen können und konnte sie dann kaufen. Habe sie seit letzten Sommer bei mir im Stall, habe sie dann hier anlongiert, habe sie tatsächlich auch 2 Monate zum Anreiten weggebracht. Wir reiten hier auch schon mal einige unserer jungen Pferde selber an, sie aber nicht, da sie sehr, sehr schwierig war als junges Pferd. Also sie ließ sich kaum führen, kaum aufhalftern, nicht wirklich anfassen. Habe sie zu einem guten Bekannten gebracht, einem Springreiter, der hat sie angeritten. Hat mich auch erst angerufen, sagt er, Denise, ich weiß nicht, ob wir es überhaupt hinkriegen. Sagt er, ich komme da kaum hoch und runter. Er hat wirklich 5 Wochen gebraucht, um einfach nur auf- und absteigen zu können. Naja, und als sie dann diese erste Angst überwunden hatte und verstanden hat, dass wir sie nicht töten wollen und dass das alles gar nicht schlimm ist, hat sie sich wirklich um 180 Grad gedreht. Also es ist noch immer ein Pferd, was sehr sensibel ist und wo man alles so ein bisschen überdenken muss, was man mit ihr macht. Aber ich glaube, ein ganz, ganz großartiges Pferd und auch wirklich eins meiner Lieblinge. Ist brav, ne? Siehst du. Zu Ladina werden wir auch kurz ablongieren vom Reiten, da sie wirklich noch sich so ein bisschen Luft machen muss und immer etwas wild ist noch. Und tatsächlich das auch noch braucht, dass sie sich da was austoben kann, bevor man sich draufsetzt. Was mir bei meinen jungen Pferden auch immer sehr wichtig ist, wenn ich sie ablongiere, dass sie wirklich so ein bisschen auf die Stimme reagieren, dass man dass sie auf Kommando antraben, angaloppieren, dass sie auf Kommando auch wieder durchparieren, was einem beim Reiten auch vieles
sehr viel einfacher macht, wenn sie einfach kennen, dass man auch von oben mit der Stimme parieren kann. Gerade bei so jungen Pferden, die noch nicht wissen, was das heißt, wenn man mit dem Bein kommt, ob sie dann wirklich vorgehen sollen oder dass sie am Anfang dann doch eher erst dagegen drücken und so ein bisschen unsicher sind, was man möchte. Und wenn sie dann schon das mit der Stimme kennen, dass sie dann vorwärts gehen sollen, fällt es ihnen oft viel, viel leichter zu verstehen, was man im Endeffekt dann erreichen möchte. Komm, Mausi. Siehst du. Brav, gut so. So, Ladina, die ist jetzt 4 Monate unterm Sattel. Bei ihr versuche ich immer viel zu gucken, darf ich schon so ein bisschen mit dem Bein dran? Wie viel darf ich schon an ihren Körper? Darf ich sie mal stellen? Auch, dass sie ja mir erlaubt, dass ich mich hier oben drauf bewege, dass ich sie klopfen darf, dass sie wirklich ein sehr sensibles, empfindliches Pferd ist. Und ja, ich bei ihr eigentlich immer versuche, dass nichts passiert, was sie wirklich erschreckt, weil ich weiß, ja, dass wenn einmal was schief geht, dass wir dann echt ein Problem haben. Und ich eigentlich versuche, ihr alles ja zu zeigen, ihr so ein bisschen die Welt zu erklären, dass das alles gar nicht schlimm ist und dass sie einfach lernt, mir zu vertrauen. Bei ihr ist es mir überhaupt nicht wichtig, ob sie spektakulär trabt oder irgendwas ganz toll macht, sondern einfach nur, ja, dass sie Vertrauen zu mir findet, dass ich sie wirklich arbeiten darf und dass sie mich reiten lässt. Was bei ihr noch nicht ganz so schön ist, ist die Anlehnung. Sie ist sehr sensibel in ihrem Maul. Ich habe im Moment ein ganz dickes, doppelt gebrochenes Olivenkopfgebiss drin, was eigentlich so das Weicheste ist, was es gibt. Auch damit ist sie noch nicht ganz glücklich. Das wird zum Ende der Arbeit immer so ein bisschen besser. Am Anfang ist sie immer noch so auf dem Gebiss am Rumnölen, hat so ein bisschen das Maul offen, ist da ja einfach noch nicht so ganz glücklich mit ihrer Situation als Reitpferd. Brav, Mäuschen. Gut so. Brav, gut so. Brav. Brrr. Gut so. Schrittreiten fällt ihr auch noch ganz, ganz schwer. Da weiß sie noch gar nicht wirklich, wie es geht. Das Pferd hat auch an der Hand wirklich einen sehr, sehr guten Schritt. Unterm Sattel hält sie wirklich noch richtig die Luft an und sagt auch, ich weiß nicht, was ich machen soll. Dann trabt sie immer wieder an und hat noch nicht ganz verstanden, wie das funktioniert. Ah, das ist gut so, prima. Alles gut. Na, Mäuschen. Ja. So, das hier ist auch eine 4-jährige Stute. Sie ist von Boncoeur, aus einer Mutter von Desperados. Die Stute habe ich auch letztes Jahr im Sommer beim Züchter gekauft. Sie war dort bereits angeritten, ist dann noch mal ein paar Monate auf die Weide gegangen, da sie noch relativ klein war und so ein bisschen in der Entwicklung zurück war. Dann habe ich sie seit Anfang Oktober wieder im Stall und habe sie seit Anfang November wieder in Arbeit. Das heißt, sie ist wirklich 3 Monate konstant geritten, ist dafür aber schon relativ gefestigt und relativ weit und ist auch von ihrem ja, Grundcharakter her ein sehr, sehr braves, ausgeglichenes Pferd.
Schlaf. Bella, die longiere ich eigentlich immer nur ganz kurz ab, da sie ja von ihrem Gemüt her eh ein sehr ruhiges, liebes Pferd ist. Mir ist immer noch wichtig, dass sie halt wirklich erst kurze Zeit unterm Sattel ist, dass sie immer noch mal angaloppieren kann, sich einmal so ein bisschen frei machen kann, wenn sie das möchte. Was aber, glaube ich, eigentlich gar nicht mehr nötig wäre und man sie theoretisch auch schon ohne Longieren reiten könnte. Brav. Was man bei Bella schon ganz schön sehen kann, dass sie wirklich schon den Weg in die Tiefe sucht, sich da unten auch ans Gebiss dehnen möchte. Was ihr aber einfach von Natur aus sehr einfach fällt, da sie ein sehr, sehr lockeres Pferd ist und ja, viele Dinge einfach von sich aus mitbringt. Brav, Mädchen. Nur Mädchen. Nur ist brav. Bella reite ich relativ viel, so wie jetzt am langen Zügel, was bei ihr auch schon ganz gut geht. Sie schafft es auch schon da unten wirklich ein bisschen ans Gebiss ranzuziehen, was auch noch besser werden müsste. Und ich mir wünschen würde, dass sie dabei noch mehr die Nase vortut. Man kriegt aber schon so ganz leicht Druck auf der Hand. Was bei ihr so meine Hauptarbeit ist, dass ich gucke, dass sie lernt, sich mehr auszubalancieren, da sie von Natur aus ein sehr, sehr lockeres Pferd ist. Aber dadurch, dass sie so schmal und langbeinig ist, so ein bisschen ja, merkt man noch, wie wackelig und wie weich sie in allem ist. Prima, Huitze. Hier sah man gerade ganz deutlich, ich habe eigentlich nur ganz langsam, ganz leise brr brr gesagt. Und sie nimmt sich direkt von selber auf, was sie halt so ein bisschen von dieser Arbeit an der Longe kennt. Und was vieles wirklich deutlich einfacher macht. Also jetzt werde ich mich noch bevor Mittag eben mit zwei Kundenpferden befassen. Danach mache ich ja, eine gute Stunde Mittagspause. Dann bin ich 3 Tage in der Woche immer noch bei einem Züchter in seinem Betrieb, reite dort noch auf den Nachmittag mehrere junge Pferde. Und die anderen Tage bin ich dann bei mir zu Hause, habe dann ja oft Kunden hier, die Pferde probieren, kümmere mich auch so ein bisschen um das Ganze drumherum, sei es etwas Anlagenpflege, ist auch immer irgendwas, was noch sauber gemacht werden muss. Und ja, dass alles so ein bisschen hübsch ist und nett ist und nutze dann auch gerne die Zeit nachmittags, stell die Pferde nochmal extra auf die Weide, dass sie irgendwie nochmal rauskommen. Also das ist mir generell sehr, sehr wichtig, dass sie einfach jeden Tag aufs Paddock auf die Weide gehen können, was bei dem Wetter im Moment leider nicht täglich möglich ist. Aber ja, zurzeit gehen sie dann jeden Morgen noch in die Führmaschine, dass sie wirklich immer 2-mal am Tag aus der Box kommen und ja, ausgelastet sind und so zufrieden und glücklich sind, wie es möglich ist hier.